aber es hat nicht gereicht. Und ich muss mich wiederholen, es ist zwar so hypothetisch gesagt, aber wenn der HSV hier in Wettbewerb hätte antreten können, hätte spielen dürfen, wenn alle auf dem Posten gewesen wären, ich glaube, diese brasilianische Mannschaft wäre zu schlagen gewesen. Noch 15 Sekunden. Vielleicht der allerletzte Angriff des HSV über Jimmy Hartwig, über Dietmar Jakob. Da sehen Sie, was er macht. Der Junioren-Nationalspieler aus Brasilien, mit welchen einfachen Mitteln die Brasilianer versuchen, über die Runden zu kommen. Und ja, das Spiel ist aus. Grêmio Porto Alegre gewinnt 2:1 und damit im Weltpokal die inoffizielle Weltmeisterschaft für Mannschaften. 2:1 Sieg über den Hamburger Sportverein, den europäischen Vertreter also. Und ich glaube, diesen Bildern hier ist nichts mehr hinzuzufügen. Beide Mannschaften stehen K.O. Der HSV ein fairer Verlierer. Gratuliert und bedankt sich, tauscht die Hemden. Meine Damen und Herren, mit diesen Bildern will ich mich hier aus Tokio verabschieden und darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Auf Wiedersehen und noch einen guten Tag drüben in Deutschland. Ich habe dem Kommentar von Fritz Klein eigentlich auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Man ist sicherlich weniger verärgert über die Niederlage des HSV, als vielmehr über die Art und Weise, in der sich beide Mannschaften in Tokio präsentiert haben. Verzichten wir an dieser Stelle auch auf die gewohnten Trainerstimmen. Entschuldigungen lassen sich auch nach einem solchen Spiel wieder zur Genüge finden und die können wir uns getrost sparen. Fritz Klein hatte es bereits nach 20 Minuten gesagt, mehr kann man vom HSV zurzeit einfach nicht erwarten. Das hat sich im Europapokal gezeigt, in der Bundesliga und nun auch im Weltpokalfinale. Bleibt zu hoffen, dass wir heute vielleicht noch ein wenig attraktiveren Sport zu sehen bekommen. Mir bleibt demnach der Hinweis auf unsere nächste Sportsendung. Heute Abend, wie gewohnt, 18.33 Uhr, die ARD Sportshow. Und wenn Sie jetzt noch einmal ins Bett gehen möchten, ich bin sicher, Sie werden gut schlafen, denn aufregend war dieser Fußballmorgen in keiner Weise. In diesem Sinne darf ich Ihnen noch einen schönen Sonntag wünschen. Wir schalten um zum Westdeutschen Rundfunk nach Köln. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Das Deutsche Fernsehen begrüßt Sie zur Vorschau auf das ARD-Programm der kommenden Woche, also für die Zeit vom 11. bis zum 18. Dezember. In der kommenden Woche gibt es im Ersten Videotext für alle. Eine Auswahl aus dem täglichen Videotextangebot, die von allen Zuschauern ohne Zusatzgerät empfangen werden kann. Und zwar montags bis samstags von 13.15 Uhr bis 13.30 Uhr, montags bis freitags außerdem von 15.40 Uhr bis zum Beginn des Nachmittagsprogramms. Das Nachmittagsprogramm am Montag beginnt um 16.10 Uhr mit einer kurzen Tagesschau. Um 16.15 Uhr zeigen wir Haus Vaterland, eine sehr deutsche Revue. Zu ihren Mitwirkenden gehören altbekannte Künstler, die sich auskennen im populären deutschen Unterhaltungsrepertoire der 20er, 30er, 40er Jahre
und junge Interpreten, die sich neugierig und respektlos über dieses Repertoire hermachen. Um 17.15 Uhr für unsere Kleinen, Spaß muss sein. Um 17.40 Uhr ein neues Kapitel aus dem Telelexikon, Skelettuhren. Zur gewohnten Zeit um 17.50 Uhr eine weitere Tagesschau. Um 18 Uhr Regionalprogramme und um 20 Uhr die erste Abendausgabe der Tagesschau mit ausführlichen Meldungen. Um 20.15 Uhr folgt dann der zweite Teil der Fernsehserie Die goldenen Schuhe nach dem gleichnamigen Roman von Vicky Baum. Sie erinnern sich. Die erfolgreiche Prima-Ballerina Katja Milenkaja ist für eine kranke Kollegin beim Manhattan Ballett eingesprungen und hat eine Woche vor der Premiere mit den Proben für Sappho begonnen. Den zweiten Solopart tanzt die junge Joyce Lyman. Und es entgeht Katja nicht, dass sich zwischen Joyce und dem Choreografen Mirko ein Verhältnis anbahnt. Sie denkt zurück an ihre eigene Anfangszeit als Tänzerin, in der Mirko ebenfalls eine wichtige Rolle spielte. Danach um 21.15 Uhr das Ost-West-Magazin Kontraste. Um 22 Uhr die Entspanner, Komisches aus der Nachbarschaft. Und um 22.30 Uhr die Tagesthemen. Um 23 Uhr sehen Sie den tschechoslowakischen Spielfilm Geschichte der Wende. Er führt in eine Hochhaussiedlung am Rande von Prag, wo Jung und Alt beträchtliche Mühe haben, mit tausend Schwierigkeiten des Alltags zurechtzukommen. Zwischen Pfusch und Schwarzarbeit funktioniert so gut wie gar nichts und auch die menschlichen Beziehungen lassen viel zu wünschen übrig. Diese bissige Satire auf die Lebensumstände in der heutigen Tschechoslowakei läuft im ARD-Nachtstudio in deutscher Erstaufführung. Um 0.40 Uhr die Tagesschau zum Sendeschluss. Um 16.15 Uhr Eigentum verpflichtet. Ein Bericht über private Stiftungen in der Bundesrepublik Deutschland. Um 17 Uhr eine Sendung aus der Reihe Denkste. Sie hat den Titel Fortsetzung folgt und erzählt, wie fünf Kinder einen Film drehen. Um 20.15 Uhr liefert Ihnen der Bayerische Rundfunk wieder ein Konzert frei Haus. Star dieses Konzerts ist Margot Werner, die einmal mehr ihr vielseitiges Talent unter Beweis stellt. Ihr Repertoire reicht vom Schlager über das Chanson bis zur Parodie. Dabei beschäftigt sie sich nicht nur mit Showgrößen wie zum Beispiel Zara Leander, sondern auch mit der Disco-Szene und ihrer eigenen Ballettvergangenheit. Um 21 Uhr meldet sich Report mit Beiträgen zu aktuellen Themen aus der Politik. Geplant sind Berlin nach Weizsäcker, Laurin oder Diebken. Ein Kernkraftwerk wird abgerissen, Wettlauf um den Müll. Und Arzt-Patient, Intimes für die Personalakten.
Um 21.45 Uhr dann Neues aus Dallas, wo böse Auseinandersetzungen die zweite Hochzeit von G.R. und Sue Ellen bedrohen. Um 22.30 Uhr Tagesthemen. Um 23 Uhr der Kulturweltspiegel. Um 23.45 Uhr Maler spielen die zweite Geige. Die Berliner Philharmonie lädt junge Künstler ins Haus. Beobachtungen bei der Ausstellungseröffnung. Um 0 Uhr schließlich letzte Meldungen der Tagesschau. Mittwoch zeigen wir um 16.15 Uhr einen weiteren Beitrag aus der Reihe Unter dem Chapiteau. Zirkus von Morgen, eine Aufzeichnung des internationalen Nachwuchswettbewerbs 1983 in Paris. Um 17 Uhr die Spielbude mit einem bunt gemischten Programm für Kinder. Um 20.15 Uhr Wiedersehen mit Brideshead. Der dritte Teil dieser erfolgreichen englischen Fernsehserie nach einem Roman von Evelyn Waugh hat den Titel Sebastian gegen die Welt. Als Charles von seinem Bruder bei Sebastians Vater in Venedig zurückkehrt, erkennt er die ersten Anzeichen einer bevorstehenden Katastrophe. Er kann nicht länger darüber hinwegsehen, dass sein Freund zum Trinker wird. Zuerst will er das vertuschen, aber die Familie weiß es längst. Lady Marchmain bittet ihn sogar, auf Sebastian aufzupassen und einen guten Einfluss auf ihn auszuüben. Damit bahnt sich das Ende ihrer Freundschaft an. Um 22 Uhr gibt es eine neue Ausgabe des Umweltmagazins Globus. Genau 10 Tage vor Heiligabend befasst es sich mit einem ketzerischen Thema, dem Müll unterm Weihnachtsbaum. Nicht nur die aufwendige Verpackung, die jeder Empfänger eines Geschenks mitgeliefert bekommt und die er oft umgehend an die Müllabfuhr weitergibt, wird kritisch unter die Lupe genommen. Es geht auch um den Inhalt der kostspieligen Päckchen. Um 22.30 Uhr Tagesthemen. Und um 23 Uhr der weiße Fleck für eine aktuelle Sendung. Näheres dazu in unseren Programmhinweisen am Mittwochabend. Zum Donnerstag. Um 16.15 Uhr Frauengeschichten. Vorgestellt wird diesmal Veronika Fischer, eine deutsch-deutsche Sängerin. Um 17 Uhr im Kinderprogramm ein neues Abenteuer für Matt und Jenny, Jagd auf Wölfe. Und um 17.25 Uhr die Fortsetzung des Films 3 Wochen Nordost. Im Anschluss an die 20 Uhr Tagesschau meldet sich zunächst Der siebente Sinn. Um 20.18 Uhr folgt dann ein kritischer Filmbericht zu dem Titel Patient geheilt, die Kasse zahlt nicht. Für die aufwendigste Apparate Medizin und chemische Pharmazeutika sind den Krankenkassen keine Kosten zu hoch. Sobald wir uns aber für natürliche Heilmethoden entscheiden und die Hilfe von Naturheilärzten oder Ganzheitsmedizinern in Anspruch nehmen, heißt es selbst nach erfolgreicher Behandlung oft,
Die Kasse zahlt nicht. So klagen immer mehr Patienten. Dieser Beitrag zeigt Beispiele für eine Fehlentwicklung, die jeden von uns einmal betreffen kann, und fragt nach den Hintergründen. Wird hier ein Meinungsstreit der Ärzteschaft auf Kosten der Patienten ausgetragen? Gefährdet die Erstattungspraxis der Krankenversicherung die Therapiefreiheit der Ärzte? Sind die Patienten der Willkür der Krankenkassen ausgeliefert? Um 21 Uhr öffnet der Musikladen seine Pforten und präsentiert 45 Minuten lang die neuesten Disco-Hits aus aller Welt. Zu den Interpreten gehören Robin Gibb, Helen Schneider, Musical Youth, Rheingold, Howard Jones und Baobab. Um 21.45 Uhr netter geht's nicht. Eine vergnügliche Personality-Show mit Jürgen von der Lippe. Um 22.30 Uhr die Tagesthemen. Um 23 Uhr laden wir dann noch zu einem italienischen Opernabend ein. Sona Gasarian Sopran und Bernd Weitel Bariton singen Arien aus Opern von Giuseppe Verdi und Gioacchino Rossini. Die Spätausgabe der Tagesschau beendet gegen Mitternacht das Programm. Freitag zeigt die ARD um 16.05 Uhr noch einmal die Reportage Ausländer raus, ein Ort in Deutschland, die in diesem Jahr mit einem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Um 17.05 Uhr eine Aufzeichnung vom American Folk Blues Festival 83 aus der Zeche in Bochum.